Mit dem Xperia Z3 hat Sony knapp 7 Monate nach dem Z2 eine weitere Aktualisierung seines Top-Smartphones vorgestellt. Das Z3 unterscheidet sich zum Vorgänger nur in Details. Das Design ist ähnlich, Bildschirmgröße und Auflösung sind identisch. Das neue Display soll aber heller sein. Auf der Rückseite befindet sich die bekannte 20,7-Megapixel-Kamera. Sie soll dank verbesserter Digitalkameratechnik vor allem bei Schummerlicht bessere Fotos schießen. Von der Systemgeschwindigkeit her dürfte sich nur wenig getan haben. Im Inneren arbeitet der gleiche Snapdragon 801 wie im Z2. Die Taktzahl wurde allerdings leicht erhöht. Wie beim Vorgänger veröffentlicht Sony erneut ein kleineres Modell des Top-Smartphones mit dem Namen Z3 Compact. Bei der Ausstattung gibt es zum großen Z3 keine Unterschiede, nur die Auflösung des Displays beträgt statt 1080p 720p. Als besonderen Clou hat Sony auf der IFA angekündigt, dass auf beiden Smartphones künftig PlayStation 4-Spiele per Remote Play spielbar sein werden.